und wie ich Pfeile auf deine Leiche schieße. So, kommt Leute. Hier ist doch bestimmt noch mehr. Ich weiß, dass ihr mit mir kämpfen wollt. Da. Angriff! Und auf die. Bisschen Wartearbeit ist es ja gerade, ne? Ja, ätzend gerade. Okay, allzu viele sollte ich nicht mehr brauchen. Ein, zwei Geister vielleicht noch. Mhm. Da haben wir auch schon wieder einen. Jo, geschafft. Jo. Sehr gut. So, wo müssen wir als nächstes hin? Weiter nach oben zu dem Wegpunkt, wollte ich. Ja. Und dann können wir, glaube ich, links einmal dann zum Aussichtspunkt. Ja. Schön, dass es so viele Leute sind. Da laufen ein Leute hinterher. Kümmern sich schon andere drum. Oh ja, du hast gerade ziemliche Lecksprünge bei mir. Ja, du bei mir auch auf der Karte. Ja. So, Big Punkt, sehr schön. So, und jetzt haben wir Aussichtsplattform. Ja, ich würde vorher noch mit dem sprechen, der ja zum Beispiel noch einen Ring, den du bestimmt gebrauchen kannst. Okay. Ja, die klapper ich viel zu selten ab. Ja, ich habe jetzt auch erst später damit Siegelring. Angefangen. Wie viele Ringe kann man eigentlich tragen? Zwei. Ja, dann kann ich den so oder so gebrauchen. Ich habe damit erst angefangen, jetzt seit dem letzten Gebiet, so wo ich war. Weil das doch immer ziemlich gute Sachen waren, die sie hatten. Ich finde deinen Gegenstand geil. Protonenfackel. Er hat ja absolut recht. Was gibt ein Fackel unter anderem ab? Lichtteilchen. Was sind's? Protonen. Deswegen spreche ich ja auch gerne von meiner Protonenkanone, wenn ich Taschenlampe anschalte. Klingt nicht viel cooler. Hier könntest du theoretisch auch Waffen kaufen. Für die Eisenlegion. Also nicht bei dem, sondern bei einem anderen. Ja. Aber ich sollte da, glaube ich, auch fast. Was fehlt mir eigentlich noch? Kurz mal nachblicken. So. Axt muss ich noch meine Begleithand packen. Vielleicht hat er ja einen Speer. Dass du keinen Waschbär als Tier haben kannst, das finde ich doof. Waschbär? Oh nein, jetzt habe ich ihn wieder umgebracht. Hoppla. Woran denkt ihr gerade? Ich habe außerdem zweimal draufgeklickt. Auf einmal spannt mein Dieb den Bogen und er legt den armen Waschbär, den ich mir gerade angucken wollte. Okay, das ist aber nicht die Speerschleuder. Auch nicht. Harpune vielleicht? Ach, kostet ja nicht viel. Ich probiere es einfach aus. Harpune ist Nahkampf. Ja, ja. Und ich muss halt Speer. Und die Harpune dürfte da passen. Genauso wie den Armadillo kannst du nicht haben. Mann, ist das doof. So, wo habe ich denn jetzt meinen... Nee, das Ding nicht. Harpune? Nee, geht nicht in meinen... So, Waffenslots. Daran kannst du nicht. Nee, in deine So nicht. H musst du drücken. Unten rechts. Wo deine Atemmaske und sowas ist. Ja, ja. Aber ich habe da halt auch noch Speerfähigkeiten.
Und wenn ich das hier richtig sehe, dann sind das doch Draußenfertigkeiten. Da, Wirbelnder Schlag. Finde ich vielleicht später einfach eine. Fertig. Weil Schwerfähigkeiten habe ich auch, das ist unter Wasser, das ist die Harpune oder so. Ah, okay. Ja gut, dann fehlt mir eigentlich nur Fackel und Dolch. Das kommt nebenbei. So, wo waren wir hin? Ich bin bei dem Ausguck gerade. Ah, du bist schon da. Gut, dann kannst du mir zur Not dann den Weg beschreiben. Auf der Rückseite sozusagen davon, wenn man das sich anguckt, muss man hoch. Okay, Vax, lasst mich in Ruhe, ich lasse euch in Ruhe. Warum kann man auf den Vax nicht reiten? Kennt man doch so, ne? Genau. Vagreiter, wo kamen die eigentlich vor? Herr der Ringe zum Beispiel? Ja, stimmt, die haben das auch verbraten. Forgotten Realms? Forgotten Realms, daher kenne ich es eigentlich. Ja. Also, ne, Herr der Ringe hörte sich bei mir nicht richtig an. In meinem Geister haben die das geklaut, aber Forgotten Realms, genau. Das glaube ich halt nicht, dass sie das geklaut haben. Es gab den Herr der Ringe vorher. Ja, gut. Der Herr der Ringe war doch das erste Buch, was eine eigene Welt mit eigener Sprache hatte. Sozusagen der Vorreiter. Ich bin hier oben. Okay, gehe ich hier schon mal den richtigen Weg? Ja, ich springe dir gerade entgegen auf dem richtigen Weg. Ah. Sieht bisher noch einsichtig aus. Diese wunderbaren Jump'n'Run-Einlagen. Das erste MNO, was auch als Jump'n'Run. Weißt du, was ich cool fänden würde, wenn sie jetzt die Super Mario-Musik einspielen würden? Wie geht's überhaupt? Wahrscheinlich, da wir das jetzt gesungen haben, meldet sich dann die GEMA bei mir. Oh oh. Möchte. Das wäre geil, ey. Ja, geh mal nach Hause. Ja, genau. Ah, okay, das ist der Aussichtspunkt für die Statue. Ich habe keine Ahnung, wie der Aussichtspunkt das schafft, dass wir die Statue von hinten sehen. Aber, ne? Ich würde dann mal sagen, gehen wir gerade nach unten. Ganz gerade nach unten. Genau, da ist noch ein Fertigkeitspunkt. Der könnte hier in dem Gebiet liegen. Sollte er, sonst würden wir ihn ja gar nicht auf Karte sehen. Doch, doch, du siehst auch die aus dem anderen Gebiet. Ah, okay. Aber wir schauen mal, ob der hier ist. Ja, das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Ich sehe dich da hinten rennen. Es ist deprimierend, wie schnell du bist. Ich habe halt ein Siegel drin, was mich 25% schneller macht. Sonst bringt mir das nicht wirklich viel. Außer, dass ich die Gegner blenden kann einmal kurz. Ja, aber fast sowas ähnliches habe ich aber, glaube ich, tatsächlich auch. Naja. Ja. Ich glaube, bei dir wirkt das auf die ganze Gruppe sogar. Ja, mag sein. Irgendwie sowas habe ich in Erinnerung. Und dann irgendwie 4 Minuten oder so. Aber als ich die Fähigkeiten ausgewählt habe, da habe ich dann gedacht so, nee, hilft anderen. Bäh, nimmst du nicht. Man braucht sowas ja auch erst noch nicht so. Also das mit der Laufgeschwindigkeit. Aber wenn du halt wirklich die Maps irgendwie voll machst und so und irgendwelche Städte machst, die du aus Ja, ich glaube, bevor ich Städte vervollständigen zeige, werde ich das sicherlich machen. Also hier lohnt es sich ja, hier kannst du ja unterwegs kämpfen mein und Wissen so weiter. Wächst. Man kann ja auch in den Städten zum Beispiel in Götterfeld, kannst du dir so Segen holen, dass du schneller bist. Ja, Götterfeld, das stimmt. Hält aber viel zu kurz an, finde ich. Eben, und das ist im Löwenstein gibt's das auch, aber nicht so häufig. Aber da automatisiert, glaube ich, tatsächlich. In Löwenstein? Ja, nee. Irgendwie hatte ich auf einmal schnellere Geschwindigkeit auf mich. Dann hat jemand das gewirkt. Okay. War halt jemand nett zu mir. So, hier sind zumindest ein paar Tote. Helfen wir dem mal. Hier ist ja auch der Ausguck irgendwo. Wo ist denn der Ausguck? Ob hier Sperrfeuer was bringt? Dürfte. Ja, tut's. Eigentlich nicht. Na doch, warum sollten die Pfeile nicht reingehen? Vielleicht vermindert das Schaden. Ja. Oh, ein Veteranen-Salamander. Bärchen, du darfst angreifen. Was ist das? Komm, den einen wiederbelebe ich hier mal. Man ist ja ein netter MMO-Spieler.
Jo. Auf einen entspannten Besuch. Kein Problem, Grimbald. Ne? Schau dir meine Let's Plays an. Genau, dafür musst du soll ich eigentlich mal schreiben hier, ja? Kannst deinen Tod nachschauen. komm schon. Raus aus dem Wasser. Genug geschwommen für heute. Wie kommen wir da hoch? Wo ist denn eigentlich. Okay, hier hinten. Schauen wir mal so hier das Gebiet so ein bisschen lang. Jetzt geht's los. Könnt ihr auch außerhalb so ein bisschen rum sein. Ich glaube erstmal, dass wir hier rein müssen zu dem Punkt. Ja. Lass uns die Viecher bitte umbringen, die davor stehen. Ich wollte mich jetzt reinschleichen. Nein. So ein bisschen müssen wir auch mal hier Kämpfe zeigen. Grad. Ich glaube, Leute schlafen schon ein beim LB, wenn das dann mal hochgeht. Wir müssen ja auch etwas an unsere Zuschauer denken. Ich sterb. Ja, es sind jetzt auch deine Zuschauer. Oh oh. Ich sterb schon wieder. Schön. Ich brauche Heilung. Okay, ich muss mich erstmal um das Vieh kümmern. Ach, du lebst schon wieder. Ja. Was ist denn das da für ein Kerl? Naja, irgendjemand, der stirbt. So viel ist klar. Endlich müssten die in den Baumstämmen oder in den verbrannten Dingern hier hängen bleiben. Okay, der Fertigkeitspunkt ist hier. Da sahen wir mal wieder, wie stark doch so ein Guardian sein kann. Mal sehen, was ich hier... Ich mache es. Was müssen wir machen? Bildnis-Ingenieur. Veteran-Bildnis-Prototyp. Wow, okay. Und Bildnistechniker. Erstmal den Techniker, würde ich sagen. Der repariert nämlich sonst vielleicht noch einen Kerl. Ich frage mich jetzt gerade, wovon das ein Bildnis sein soll. Ich weiß, wovon das ein Prototyp sein könnte. Balthasar? Balthasar sieht anders aus. Der ist ja mehr so ein Champion-Krieger. Das haben wir niemals gemacht in Guild Wars 1. Das war diese Unterweltmission. Da gab es so ein riesiges Konstrukt, wo du dich dann durchkämpfen konntest. Ah, okay. Da sind wir nie hingekommen. Nee, unser Equip war nie weit genug, glaube ich. Nee. Also meins zumindest. So, was als nächstes? Hier wäre noch eine Sehenswürdigkeit, oben links. Da sind wir diesmal relativ nah dran. Ja, ich war ja gerade am Fragen, wie wir da hochkommen. Die Sehenswürdigkeit? Ja. Achso, den Aussichtspunkt meinst du, oder? Achso, ja, den Aussichtspunkt. Ich meine da oben links erstmal die Sehenswürdigkeit. Und dann schauen wir mal, vielleicht finden wir ja dann noch einen Aufgang. Oh Mann, Mann, Mann. Okay, halten wir uns etwas von den gegnerischen Viechern fern. Gott, ich bin hier runtergefallen. Ach du auch, gut, Schwein gehabt. Okay. Um die sollten wir uns aber kümmern, oder? Kommen wir dran vorbei. Ja, der hält uns dann schon die Gegner ab. Die Hüftpuzzle, ey, das ist wirklich von ganz vielen so total so, ey, das war so geil. Ich hab eben auch wieder eine Nachricht gekriegt von Sabrina, so. Ach, das Hüftpuzzle in Löwenstein ist super, oder? Das ist ja echt gut. Das habe ich noch nicht gemacht. Woanders lang. Okay. Na komm. Raus hier. Na, können wir hier rechts rum? Na, ich glaube schon. Werden wir hier die Flammenlegion töten. Achso. Ach komm, hier ein bisschen mal. Ich hätte mich wieder ganz dreist vorbeigeschlichen. Ja, ja. Als erstes kann ich mich unsichtbar machen. Du feige Sau. Zweitens kann ich mich vorweg habe ich so einen Schattensprung. Womit ich abhauen kann. Also ich kann die ganze Zeit einfach durchrennen dahin immer. Angriff! Oh mein Gott. So, ja, feige Sau. Ständig sich dran vorbeischleichen. Ich muss mir eine andere Heilfähigkeit rausnehmen. Das mit dem Zurückrollen ist wohl manchmal ganz praktisch. Aber nicht immer. Ja, glaube ich dir. Aber das heilt am meisten und geht am schnellsten.
Also nicht am aller... Also es gibt noch eins, was mehr halt, aber das kostet 3 Punkte. Die habe ich gerade nicht über, ich spare doch gerade. Irgendwie belebe ich gerade extrem wenig wieder. Ein Kerl, aber gut, da ist er wieder. So, den einen noch und dann gehen wir mal zurück und schauen mal, wo wir da hochkommen. Zum Aussichtspunkt. Könnte ja auch die andere Seite gewesen sein. Sachen einsammeln. Und marsch, marsch zurück. Ein Lavafels. Ich gleich wieder abfallen lassen. Ich laufe hier einfach mal dran hoch. Oh, ja, ich folge dir. Das habe ich noch gar nicht entdeckt. Bringt nichts. Ja, man kann hier oben vielleicht hin, oder? Da springen. Ne, da waren wir. Ne, bringt nichts. Das hatte gerade perspektivisch, sah das für mich so aus, als wäre das eine zweite Ebene. Ja, leider kam man da nicht hin. So, ich... Yeah, wieder. Wanddiving. Au. Vielleicht hier schon hoch? Wo kommt mein Dieb auf einmal her? Das weiß ich auch nicht. Da hat irgendwer eine Falle von mir ausgelöst. Ich habe für irgendwas neuen XP bekommen. Ich will halt auch meine Sachen so schwarz machen können wie die. Das ist unfair. Die haben müssen sehr viel Geld ausgegeben haben. Ja, drinstehen tut ja noch nichts wieder. Ey. Ist ja down. Aber das am ersten Tag, ey. Wobei, wenn ich das schwarz finden würde, würde ich es wahrscheinlich auch reinstellen. Okay, ich glaube, hier geht's nicht hoch. So weit können wir schon sicher sagen. Olli. Was? Wenn ich schwarz finden würde, würde ich es wahrscheinlich auch erstmal in die Handels reinstellen. Ja. Macht einfach irgendwie Sinn. Wenn das dann noch... Solange dann die Schwarzhandelsgesellschaft mal wieder funktioniert. Hier kommt man einfach nur hier rein. Ich glaube eher, dass das hier links rum ist, da irgendwo. Ich töte in der Zwischenzeit eine Fledermaus. Bisschen hier mal den Bogenarm trainieren. Schon eingeschlafen. Eher was für die Sehnscheidenentzündung machen. Genau. Ja toll, meine Fähigkeiten bringen mir nichts, weil die erst ausgelöst werden, wenn ich schon da bin. Okay, was ist das denn für eine? Warum war da... Da war so ein Schwertersymbol über die eine Fledermaus. Dann war der wütend auf dich. Finde ich immer gut. Der hat dich zu Bambule herausgefordert. Ach hier, weiß ich sehe, wo es lang geht. Okay. Und du läufst auch weiter. Ja, tust du. Erfrischend. Ja, weil ich weiß, wo es lang geht. Dann hält mich nichts mehr auf. Ah ja, hier ist ganz klar ein Weg eingezeichnet. Und da kommt eine sehr interessante Einlage. Ah, na grade, toll. Gerade über Stein, über Ding, genau. Das hält man so gerne runter, ne? Ah, das konnte ich auch. Oh, das konnte ich noch nie. Das konnte ich schon auf der Wii nicht. Ja, in Spielen oder in Realität. Ich bin dafür zu blöd, ich wanke. Ich bin einfach ja auch immer dauerbesoffen. Einfach mal das Bier vorher weglassen, ja. Genau. Das kann ich einfach nicht, das weißt du doch. So. Ja, wo ist jetzt die Aussicht? Ach, da unten. Ich kletter hier immer weiter hoch. Schön über die Wolken, fragt sich, wo das sein soll. Ja, toll. Ruine. Nichts wirklich dabei. Ich glaube, das war einfach mal der Aussichtspunkt. Da waren mal McDonald's. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Siegerpräsidium. Da müssen wir uns hinporteln. Siegerpräsidium, Wegmarke, Wirs Tor. Ah. Ist ja, stimmt, da ist noch ein Aus. Genau. Wirs Tor. Dann lass aber erstmal zurück und die eine Sehenswürdigkeit da reinnehmen. Die haben wir beide noch nicht. Die ist kurz, ja, ja. Kurz diesen Weg hoch.
Die verflixten fliegenden Hexen wissen einfach nicht, wann Schluss ist. Auch gut. Zielübungen, Soldaten! So, warte, wo ist der? Heute breche ich meinen alten Rekord. Das hab ich im Gefühl. Ladet die Mörser. Sieht aus, als hätten sie diesmal die ganze vogelhirnige Schwesternschaft dabei. Hm. Und schon wieder ein Harpienangriff. Ich habe mich wieder auf die Fresse gepackt. 2 Tonnen Erz. Und da ich dir dumm hinterherlaufe, ich auch. Ja, ich hab ihn. Na komm, gib mir den Punkt. Komm schon, da. Ruf der 3 Legionen. Ach, hier geht man als im Tutorial durch, als Char. Ja, stimmt. LPs hast du ja angeschaut. Ich wollte gerade sagen. Mhm. Oh, die nehmen wir aber mit. Die EP brauche ich. Hm? Harpien-Event. Klar. Hatten wir immer. Ja schon, aber... Events nehmen wir immer mit. Außer also, es ist das dutzende Male. Es gab, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, ein Buggy-Event in einem 30er-Gebiet. Kannst du immer wieder sofort aktivieren. Okay. Und hast du dann innerhalb, wenn da genug Leute waren, hast du innerhalb von 2 Minuten 1000 EP gekriegt. Ja, es ist ja sowieso auch der Fall, dass manche Events wirklich sehr, sehr häufig ausgelöst werden. Da musst du nur jemanden ansprechen und dann beginnt das. Ah, okay. Ja, dann ist ja noch klarer, warum das so häufig ist. Ja. Warum kommt der komische Kerl hier an und zieht mir die Dinger da weg? Die wären alle genau durch meinen Kram gelaufen. So, schön Speerfeuer. Das macht Spaß seit dir. Nein, die Moor hat sich mit den Harpien verbündet. Okay, Eisregen, auch gut. Oh, eine Farbe wieder. Nochmal einen Haufen. Boah, ich hätte gerne mehr Speerfeuer öfters einsetzbar. Ich hätte gerne Speerfeuer, dass es auch dann nur 2 Initiative kosten würde. Ich hätte gerne, dass Speerfeuer halt der Standardangriff ist. Wozu denn normale Pfeile abschießen, wenn man auch immer gleich die ganze Folge abschießen? Diese Clusterbombs abschießen kann. Ich will den Mörser mitnehmen. Luft! Ah, da kommen die nächsten. Komm zu Papa. Gepanzert! Den Kleintrupp hat sich Speerfeuer nicht mal gelohnt. Na komm, Sonnengeist mal hin. Sonnengeist. Hallo. Wie gefällt euch das? Hier, das wird ihr haben. So, allzu viele können ja nicht mehr sein. Da, letzter Trupp. Gut, und erledigt. Das sind 1 Million Sachen, die man hier wieder einsammeln konnte. Mhm.
Machen wir so eine kurze Übersicht, ob ich da noch was glitzern sehe. Pastellviolett, Anna Toll. Da habe ich ja wieder eine ganz tolle Farbe gekriegt. Ist doch genau dein Stil. Total. Luftüberlegenheit verloren. So, jetzt erstmal hier grob Richtung Süden. Wir sollten die Schießbahn reinigen, bevor die Geier verrotten. Was müssen wir eigentlich hier? Tötet Geister, bla, Patrouillen. Zerbrochene Flasche. Macht nichts. Sprecht nicht so laut. Ist doch irgendwo ein Baum. Ah, Blaubeeren, da. Gehen wir hier mal ein paar Geister töten. Juhu. Und Holz sammeln. Ach, ich habe kein Sammelwerkzeug. Ja, da werde ich mir auch mal angewöhnen müssen, bevor ich mich aus dem Spiel auslogge, immer sowas wieder nachzukaufen. Weil wenn man anfängt zu spielen, dann denkt man sowieso nicht dran. Sitzt wahrscheinlich schon im Skype oder TS mit anderen Leuten und will nur noch zocken. Bleib stehen! Oh, da kommt jetzt was nach. Ach stimmt, wenn ich unter 25% gerate, werde ich automatisch unsichtbar. Okay, auch praktisch. Ja, das sind halt so Fähigkeiten, die du später mit den Punkten, die du irgendwo reinsetzt, bei deinen Eigenschaften. Ah, okay. Ja, die werde ich mir nachher mal anschauen. Ich bin bisher noch nicht wieder ins Charaktermenü gekommen. Ich finde es ja ganz schön, dass das hier erklärt wird, warum hier Geister sind. Ja. Im Chargebiet. Hier macht das ja sogar Sinn. So, vielleicht können wir hier rauf für den Aussichtspunkt. Na, oder doch hier hinten lang. Na, komm. Geht's hier lang? Okay, es ist hier irgendwo ein Event. Noch für ein paar Sekunden. Schaffen wir nicht, so weit weg. Ja. Hey, ich brauche Hilfe. Wir kriegen hier zumindest die Sehenswürdigkeit hier. Wie lange kann unser Legionär wohl den Ich hab den Weg, glaube ich. Okay, wo bist du lang gegangen? Ja, einfach weiter im Kreis da. Na, ich komme eben zurück. Dumm, hier haben wir also das Asche-Legion-Lager. Das sollte sie uns eine Weile vom Pelz halten. So, wo bist du? Du bist also hier draußen rumgelaufen. Ja, einfach rechts um den Berg rum, vom Friedhof aus. Rechts oder links? Rechts rum, wo du auch erst warst. Ja, also hier rein. Dann bist du da tatsächlich auch weitergelaufen. Okay. Lass mich in Ruhe, blöder Geist. Ich hab mit dir nichts zu tun. So, also hier bist du lang. Ich geh mal dahin, wo ich dann... Ah, hier dann hier unten wahrscheinlich. Das könnte passen. Waschbär, ich möchte einen Waschbär mitnehmen. Waschbär, komm her. Oh, will er nicht. Ja, geht leider nicht. Da muss er halt sterben. Ja. Ah, ich sehe schon. Asche-Legion-Speerin. Ich bin dann schon bei dem Event. Du bist dann schon runtergegangen. Okay, ich wäre erst noch zum Aussichtspunkt. Du hättest mir natürlich auch hinterher springen können. Ja, ich bin dann bei der Speerin. Ja. Im Event. Aber erstmal das Ding hier. Hier kriegen wir auch die Geister zusammen. Sehr gut. Wie lange ist das Event noch? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Da steht nichts. Also keine Uhrzeit, okay. Nee. Ich sehe nur, dass es gerade ziemlich viele Spieler, also nicht ziemlich viele, aber es sind schon so für 10, 15 Spieler um diesen Kerl rum, den wir verschützen sollen. So, neues Event in der Nähe. Oder hat jemand eine Schwinne? So eine richtige, sah fast aus wie so eine schwarze Witwe. Ich glaube, die kriegst du als Belohnung, wenn du fast